6 Monate später. Keine Two-Factor Authorization. Das war damals noch nicht so weit, in 2013. Hey, it's your man. Oh, easy, Lou Yao. I see how hungry. Wieso kann er denn jetzt Chinesisch? Weil das Wesker Junior ist. Wieso schießen die nicht? Oh, was machst du denn jetzt? Den hier halt nackt in irgendeinem Patienten zu. Oh, können wir ihn tauschen? Nö. Ich mache jetzt erstmal meine Stereoanlage an. Ich verklopp hier gerade Typen. Ja, cool. Ey, hier läuft voll der Metal auf der Stereoanlage. Mann, ich will da hin. Der Sound ist leider ein bisschen kacke. Auch Switch. Das Genre passt schon. Wieso muss ich denn? Oh Mann, da hat Christian ja was verpasst. Aber echt. Ein paar Screenshots schicken, ja. By a shitty prison cell. It's been a real slice of heaven. Oh, das ist schon nicht gut. Also der Typ, der hier die Texturen designen musste, hatte ja nicht viel Arbeit. Permission to use firearms has been granted. I knew she was here. Jetzt hock dich hin. Was macht ihr denn? Was ist bei dir gerade los? Ich muss ja Metal Gear Sherry machen. Sie meinte, I'm not even attempt to fight. Und eine Sekunde später habe ich irgendwie ins Gewicht getreten. Oh, jetzt sind die aber jede Menge mit Maschinenpistolen, die auf mich schießen. Ich habe nur meine Füße. Das sind zwar schöne Füße, aber ich weiß nicht, ob das hilft. Ja, ich hab wohl auch Typen mit Gewehr. Oh cool, das ist ein Passcode. Denk ich natürlich nicht an. Ist er jetzt mal endlich tot hier? Jetzt bin ich in einem Locker. Oh, aber das scheinen die zu wissen. Und jetzt bin ich, glaube ich, gleich tot. Ich war hier ein Typ, der ist am Schluss immer in so einer Pose, die aussieht, als müsste ich irgendwas machen, aber. Es kam kein Prompt jetzt. Ich glaube, jetzt ist er endlich tot. Sonst ist weiter. Ach, ich hatte keine Ausdauer mehr. Gibt Ausdauer? Ja, diese eine Anzeige da, die ich immer vergesse. Musste man jetzt echt dieses dumme Regal so weit verschieben oder hätte ich da auch anders hingehen können? Ich soll hier ein Passwort eingeben, aber ich weiß gar nicht welches. Vielleicht war das doch nicht nötig.
Wofür war das denn jetzt hier? Keine Ahnung. Nein, du sollst da hoch. Kommen immer mehr Leute. Also irgendwann bin ich gleich wirklich mal tot. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier tun soll. Oh, wir haben Checkpoint bekommen, danke. Ich weiß nicht, was du getan hast, und wir haben Checkpoint bekommen. Ich weiß gerade auch nicht, was ich tue. Was ist das denn jetzt schon wieder? Oh, ich kann auf dich schießen. Ich kann mich halt auch nicht heilen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das sieht hier gleich aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier machen soll, was ich tue. Ja, das geht mir nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Ich sehe was von Input Passcode. Ja, das, den bräuchte ich. Ich sehe durch so eine komische Überwachungskamera. Ja, was ist denn der Passcode? Oh, jetzt krieg ich wieder mal einen. Ich weiß nicht, hier steht einfach nur so ein Input Passcode Ding. Ja, das, die Tür, vor der ich stehe, aber ich habe halt keinen Passcode. Na, ich aber auch nicht. Oh. Jetzt bin ich halt tot. Haben sie echt nur die Assi-Designer auf diese Passage angesetzt? Ja, ich weiß halt überhaupt nicht, was ich tun soll. Ja, sind wir schon zwei. Vielleicht gehe ich einfach mal weiter. Oh, geht nicht. Ah, hier ist die Tür. Ja, Input Passcode. Was ist ich denn? Brute Force. Ich meine, man könnte bestimmt den beobachten, der das aufmacht, aber da geht halt keiner durch. Also außer ich, wenn ich davor stehe. Und ich hatte da so einen Locker davor, da hätte ich das auch sehen können, aber da... Die haben stattdessen einfach den Locker aufgemacht, in dem ich drin war. Mhm. Was mir halt nicht so sehr geholfen hat dann. Ich sehe, dass du da gerade rumläufst. Ich kann über so eine Kamera bei dir reingucken. Ja, guck mal bei mir rein hier. Aber ich sehe nur deinen Namen gerade hin und her laufen. Du bist wohl doch noch woanders. Ich bin jetzt hier in dem Ding. Eigentlich ist es ein cooles Rätsel, aber erst wenn man es versteht. Ich kann mir das schon vorstellen. Du gehst hier halt rein und beobachtest, wie irgendwer den Code eingibt. Aber hier gibt niemand den Code ein. Ah, jetzt kommt einer. Links oben, rechts oben. Weiß ich nicht. Ah. Links, links und was ist das denn? Bei dir ist jetzt einer? Scheiße, jetzt habe ich das irgendwie... Das war doch halt mit der Kamera einen super Blick auf diese Tür, aber hier kommt keiner an. Ach, das sind verschiedene Türen, okay. Ja, ich habe hier so eine Kamera und guck voll auf so eine Tür. Ich sehe auch alle Symbole, die der drückt. Drücken könnte, wenn ich mal einer käme. Ich habe gerade verstanden, worauf ich achten soll. Leider. Jetzt kommt keiner mehr. Doch, ich höre jemanden. Kommt der jetzt hier? Ah, jetzt. Okay, Moment. Das Ding. Oh, ist das so schwer, das nicht zu merken, ey. Also ich hätte hier eine super Sicht auf 6 Symbole. Inklusive Zoom-Funktion und allem drum und dran. Ja, das Problem ist, ich kann nicht mal den Code eingeben, weil hier so Typen sind. Oh, ich sehe dich sogar. Aber hier kann ich nicht schießen. Jetzt habe ich die Tür aufgemacht. Jetzt stehen hier Typen. Aber ich glaube, da geht auch keiner von zur Tür. Also, was ich hier mache, ist natürlich ein Geschütz. Oh, kontrollierst du das? Ja, ich sehe dich auch gerade. Ah, okay. Deswegen meinte ich, ich kann hier an dieses Ding kann ich super ranzoomen. Hätte ich voll gut sehen können. Ja. Dass da jemand eingibt, aber ist ja keiner gekommen. Ich kann mal gucken, ob das derselbe Code ist. Ja, das ist so. Da muss Asobi jetzt mal sagen, ob das so gedacht war. Ja, ich war halt in dem... Ich habe das ja richtig gemacht. Und beim ersten Mal hat das nicht geklappt, weil die stattdessen den Spind aufgemacht haben, in dem ich war. Ja, nur, dass halt die Kamera hier so toll da drauf zeigt, da hätte ich eigentlich gedacht, dass ich derjenige bin, der da gucken muss, dass einer kommt. Weiß ich auch gerade gar nicht, wo du bist. Ich bin hier gerade im Locker Room. Was war denn das überhaupt, die Kombination? Hab ich vergessen, die Symbole sehen alle gleich aus. Ja, weil ich musste hier jetzt auch drücken.
Ja, ich weiß nicht, wie ich das. Ah, hier steht, der Code ist ja selber an allen Türen, also könnte ich weiter. Wie beschreibe ich denn das jetzt? Ich glaube, das untere, das ist irgendwie so ein... Ich habe die Symbole jetzt halt nicht mehr vor Augen. Das ist das Problem. Ist der Code jetzt an der Kamera? So, weil ich den eingegeben habe. Ich komme hier nämlich jetzt nicht weiter. Du musst, glaube ich, irgendwas tun. Ah. Ich will gerade nur kommen. Oder was? Jetzt habe ich mich hingesetzt. Aber warum? Ich sitze jetzt im Lockerroom, so ganz gemütlich. Aber irgendwie passiert nichts. Ich glaube, ich muss jetzt zu dir kommen. Ja, ich bitte darum. Loading Screen. Ach, hallo. Jake! Im Umkleideraum? Obviously, but where? Why? Don't know, don't care. There's no, I'm done being their guinea pig. What did they do to you? Plenty. They said something about using my antibody to enhance the C-virus. Oh no. What else did they say? You know anything about an Albert Wesker? What? Take that as a yes. We talked about him a lot. I guess he had an antibody that could fight off any virus. Apparently, he abused his gift. Took it for granted. Ended up turning himself into some kind of monster. You know, I thought dear old dad was just a deadbeat who skipped out on us. No, 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 he was actually a freaking nut job who almost destroyed the world. Your father's actions have nothing to do with you. Yeah, but his blood does. It's the whole reason why we're even here. I mean, come on. You really think that crazy doesn't run in the family? That nothing of who my father was didn't somehow get passed on down to me? You of all people should know that's true. I'm just saying. Das Voice Acting ist richtig gut in dem Spiel. Hab ich auch schon gedacht, vor allem deine. Ja. Dein Sprecher. At least it all makes a little bit more sense now. What? You can blame your father all you want, but at some point you have to take responsibility for your own actions. So, können wir jetzt wieder Resident Evil spielen oder kommt jetzt noch mehr Scheiß? I have to let my superiors know I'm okay. First we need a way to contact them. Wir können uns verstecken. Ach, oh nein, ich will das nicht. Ich will mich nicht verstecken, ich will Leute in den Kopf schießen. Hier, hallo, wir sind da, kommt her. Warum sieht meine UI eigentlich so komisch aus? Das fällt mir jetzt so. Komisches Kugelding aufgesammelt. Sieht deine so neue... UI jetzt auch anders aus? Ja, ja. Ich hab so ein komisches hellblaues Kugelding. Ja. Oh, hi. Yeah!
Au. Schau mal auf hier. Ja, da kommt so ein Ding bei dir raus. Au, ach so eins ist das. Ich hab doch noch so eine lustige Bombe. Ja, ich wollte eigentlich die Bombe ausgerüstet haben. Ich die Steuerung der Bombe nicht. Ich glaube, es hat geklappt. Ja, aber ich glaube, das Spiel war schon tot. Den hatte doch Ada auch mal in der Hand, diesen Würfel. Ada hatte schon alles Mögliche in der Hand. Das meiste davon, da will ich gar nichts genau drüber wissen. Was hast du denn da? Scheibe kaputt. So, natürlich. Über dir. Wird da mal weggehen. Und mal nach oben. Oh. Kann man das runterschießen? Cool. Was ist auch da hinten bei denen? Da ist doch gar keiner. Da hab ich doch gar nicht drauf geschossen. Wo ist eine Tür? Jo. Geht sogar hoch. Oh, da sind ja Typen drin. Hier nicht. Oh, hier ist ein Locker. Wo bist denn du jetzt? Ich bin in so einem Schlafzimmer hier. Ist eigentlich ganz hübsch hier. Oh, ich glaube, ich komme gerade auf dich zu. Was ist denn jetzt los? Hast du das auch gehört? Ja, wir haben eine ID-Medal aufgesammelt. Jetzt hat mir die Tür ins Gesicht gehauen. Oh. Ich kann sich wieder verstecken. Warum sollte ich das tun? Da kommt bestimmt gleich was, wo man sich wieder verstecken muss. Weil das so ein geiles Game Design ist. Oh, da sind irgendwie Leute. Kannst du hier auch an die Wand stellen? Boah, ich hab überhaupt niemanden getroffen. Ja, aber nicht mit der Sniper Rifle irgendwie, also. Das ist das komisch zu steuern. Ah. Ah, da ist ja noch einer. Da ist aber einer, ich weiß nicht wo. Ach da. Au, mach an. Oh, ich guck da unten. Da ist irgendwas. Da ist ein Gong. Vielleicht gehen die dann alle essen. Die sieht ja lustig aus. I'll tell you this. It took a lot of money to build something this big. No kidding. I never saw anything outside the one crappy room they had me in. Oh, da ist was hinter dir. Ich komm da nicht rüber hier. Du musst, ja, du musst wahrscheinlich anders laufen. Das kann doch nur Jake. Ja, ich kann hier runter. Oh, da hinten stehen Typen. Oh. Oh, kann die Maus mal ein bisschen weniger wackeln? Der daneben interessiert sich gar nicht dafür, dass bei seinem Kollegen hat der Kopf explodiert ist. Das kommt hier öfter vor. Was kommt hier jetzt wieder raus? Oh, warte, ich kann doch einfach so machen. Du sollst jetzt auch weglaufen, warum rennt er nicht? Hallo, warum guckt er denn jetzt zu dir? Toll, jetzt ist natürlich längst weg. Was ist denn hier los? Ist das jetzt mal tot? Ach, ich jetzt auf so Jackie Chang Aktion. Oh, da hinten. Passiert nicht. Ist auch wieder jemand. Ich hab grad eine Bombe genau dahin gelegt, wo das Viech rausgekommen wäre. Und auf einmal ist die Kamera voll auf dich gezeigt. Ich konnte gar nicht mehr sehen, wann das Vieh schlüpft. So
gehen wir jetzt einfach, oder was ist hier der Plan? Ja, dann tu doch welche rein. Haben wir wohl welche. Zwei. Auf dem. Vielleicht hat auch den Typen am Ziel. Aber jetzt können wir immerhin dahin gehen. Ah, ich geh nicht mit woanders hin. Was ist das für ein Scheiß? Wo ist das jetzt gewesen? Ich hab euch verstanden. Dein Kuh funktioniert schon wieder nicht mehr. Hier oben. Hier. So, what have you doing for the past six months? You name it. We were trying to research the virus I'm carrying. It was the same thing I went through after Raccoon City. It was just as shitty the second time. Jeez. I'm sorry. Das Bild. Oh, hier sieht's ja cool aus. Hübsche Wände. Gute Idee, gegen die Scheibe zu schießen. Weiß ich nicht. Toll, wo geht die Tür hin? Genau, hier ist mein absolut kein Kultwohnzimmer. So sah das gerade aus. Sie fühlt sich ein bisschen, als wäre ich bei Yakuza. Ich hier so durch die Gegend schiebe. Hier kommt jetzt wieder so ein Viech von uns. Ich hab noch eine Bombe. Wo soll halt rauskommen? Was mach ich denn? Ah, es kommt raus. Aua. Oh, das bist ja gar nicht du. Was ist jetzt passiert? Ich bin ja irgendwie die ganze Zeit alleine gegen 50 Millionen Leute. Alter. Wie denn alle her? Ja. Mir auch gefunden. Ich hab leider keine. keine Blendgranate. Ich glaube, ich habe mich gerade selbst hochgejagt. Oh cool, wieder von hier. Yippie. Nein, Katze, ich kann jetzt nicht. Ja, sind wir gerade so ein bisschen getrennte Wege. Ich denke, hier links sind halt jede Menge Leute drin. Und irgendwie dachte ich die ganze Zeit, einer davon bist du, aber das war's gar nicht. It was the same thing I went through after Raccoon City. It was just as shitty the second time. Jeez. I'm sorry. Okay, du machst halt die Tür auf und das passiert. Weg hier! Übertrieben, aber ich denke, der ist zumindest mal hin. Der wahrscheinlich auch. Schöne Früchte hier. Ja, wo sind denn jetzt noch welche? Da oben sind noch welche. Ah. Ich kann keine lange Sinn. Ja, der scheinbar schon. Ach, da ist noch einer, okay. Na, geh weg, geh weg, geh weg. Ach, das ist so genial hochkommen. Da kannst du schon mit der Sniper auf dem erziehen, aber auch immer dein Hintern im Bild. Ah. Jetzt mal. Ich spiele erstmal ein bisschen Klavier. Du machst das schon. Was? Ah, Hilfe! Oh, ich habe uns mit Revenge gespielt. Wenn wir kommentiert hier aber eifrig. Da oben, hä? Jetzt gehe ich auch Klavier spielen. Oh, kann ich nicht. Das können nur Frauen, also die, weißt du, wo?
hier, wie hieß er? Sag mal, wer labert denn hier? Ja, da ist ein so ein Typ da oben, wo ich die ganze Zeit nicht rankomme, weil der ständig aus seiner Deckung rauskommt. Billy, Billy konnte Klavier spielen in Zero. Stimmt, ja. Oh, jetzt hatte ich endlich mal. Konnte ich auf ihn schießen, da war meine Waffe leer. Endlich ist er hin. Was ist denn da noch aufgeschossen? Oh, hier liegt eine Flashgrenade, die ich nicht mitnehmen kann, das geht ja nicht. Vielleicht kann man die Dinger hier in die Verputz tun. Ich hab noch keine wieder. Ich will sie wieder neu laden. Ich bin hier weitergegangen. Ja, ich wollte da ja auch gerade lang, aber da haben mich irgendwie eine Menge Leute abgeschossen. Ja, hier sind immer noch jede Menge Leute. So irgendwas zumindest. Der ziemlich laut ist. Ja. Ja. Was kommt der denn wieder? Ich bin da unten runtergesprungen. Ich soll einfach weitergehen. Ich glaube, die geben eh nichts mehr. Oh, wo meinst du? Da liegt wieder ein Schlüssel. Ey, geh mal weg. Ne. Oh. Ach so. Ja. Das war jetzt nicht so gut. Danke, dass man die nicht wieder einsammeln kann. Oh. Das war ja nett, was der da gelandet hat. Hm. Wir müssen mal irgendwie ein bisschen Progress machen. Hier bin ich eben voll gegen die Tür gelaufen. Hätte ich noch eine ID-Medal in dem. Was ist denn für eine komische, für ein komischer Saft hier zum Schwimmen? Schwimmen die in Traubensaft? Das sieht aus wie irgendeine so eklige Fanta-Mischung. So eine neue Sorte. Fanta-Bullenpisse. Oder so. Da will ich nicht runter, heute kommt jemand. Ja? Oh, guck mal, hier kann man was verschieben. Oh, hier ist schon wieder so ein Typ. Aber ich wollte doch gerade was verschieben. Ach, hier liegt eine ID-Medal. Und hier ist eine Tür, die man aufmachen kann. Ja. Ich gehe mal eben zu dir. Au! Ich kenne die auch gar nicht. Oh, ich kann doch hier runter. Hm? War da was? Ja, da war auch eine ID-Medal. Haben wir es ja bald. Ich hab schon wieder vergessen, wie viel wir brauchen. 10. Wie viel haben wir? 8. Also ich habe 8. Ja, aber wir hatten doch schon mal 2. Warum brauchen wir noch mal welche rein? Achso, wir brauchen also insgesamt 12. Also ich habe jetzt 8. Ja, ich sehe die 8 auch. Ich war nur verwirrt, weil ich dachte, wir hatten schon mal 2. Oh, hier ist ein rotes Kraut. Also 3 musste ich vorhin einsetzen, damit es. Ach, 3? Aufging. Okay. Wo will der denn hin? Tja. War jetzt schon wieder so ein Typ. Ich hätte auch noch eine Bombe. Ich hab schon eine gelegt. Wow. Dann hat er jetzt wohl. Er kommt aber noch. Ja, das. Er jetzt auch tot. Da ist dann gerade irgendwer an uns vorbeigelaufen hier. Ich auch. Ja, ist auch so. Ah, da. Oh Mann. Ah. Ja, sehr gut. Oh, hier liegt doch noch irgendwas. Was war das denn? Ach, eine Remote Bomb, ja. Okay. Was liegt da noch? Munition. Wer denn her? Ach nö. Was ist noch?
glaube, der wollte gerade irgendwas machen. So, 9. Ich komme mal lieber wieder zu dir zurück. Och, jetzt bin ich ja wieder hier in dem Schlafzimmer. Wie ich denke, hier bin ich hingekommen. Oh. Ach, das ist der Flur von gerade? Ja. Oh. Jetzt bin ich komplett verloren. Ich laufe mit dir hinterher. Aua. Oh. Katze, du kannst jetzt nicht hier hin. Oh, da fehlt uns ja noch eine Medaille. Oder vielleicht ist schon eine drin. Ich habe eine zu viel reingetan. Oh, nee, wir hatten, glaube ich, nur drei, aber du kannst ja mal anfangen, die reinzusetzen. Oder vielleicht zählen die drei schon? Ah, ich glaube, die drei zählen schon. Ja, das war zwei zu viel. Und das ist okay, jetzt schon hier lang. Ach du. Erstmal gegen die Wand. Die Sprintsteuerung ist manchmal total komisch. Irgendwie dann läufst du so komisch geradeaus wie so ein Stier, ohne dass du irgendwo hinlenken kannst. What is this? Data from your experiments. Here we go. All right here. Why don't you call your boss? It's me, Sherry Birkin. Yes, he's okay. We were detained at a facility in China. Really? All right, I'll send you our exact coordinates. They're already here in China. It's over. We're saved. Hallelujah. So you ready? Done. Now let's get the hell out of here. Das klappt bestimmt. Ja, wir wissen noch, wie gut das klappt, nachdem Chris sie gefunden hat. Ja. Ich vorhin auch schon sagen, dass wir eigentlich noch in dieser komischen Underwater Facility landen mussten. Klar. Are you kidding me? Der sollte vielleicht nicht auf mich schießen. Ah, der will eh auf dich schießen. Ich stehe hinter dem, der kann mich hier eigentlich nicht treffen. Versuchen tut das trotzdem. Ja, und kann ja machen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin sollen. Ich auch nicht. Wahrscheinlich nicht hier hin. Das Spiel hat nicht damit gerechnet, dass sich jemand direkt vor den Panzer stellt. Es hat nicht irgendwas gebrochen. Ich weiß nicht, wo du genau warst, so. Ja, der hat direkt vor dir auf die Wand geschossen. Oh, clever. Oh. Was mach ich die schon wieder? Ich laufe jetzt einfach mal irgendwo hin. Okay. Zum Beispiel hier hoch. Was ist denn hier los? Oh, ich treffe den Typen nicht, weil er auf der Treppe liegt. Ja, gut. Ja, es wirkt auch so, Dave. Oh, ich kann hier wieder rüber, aber du natürlich dann nicht, ne? Nö. Aber ich bin auch nicht so wichtig. Oh, hier liegt eine Bombe von dir. Ja. Aber wir fangen. Ich probier das jetzt mal. Ja, dann komm doch her. Hier, lecker schön. Oh, hier ist die Tür. Also musst du nur irgendwie hierher kommen. Ach so. Boah, keine Ahnung wie. Ah, hier. Sherry,
Ich glaube, der Panzer guckt gerade auf mich. Wo ich denn? Ach, da. Okay. Und wenn... Bist du da? Ja. Jetzt wohl nicht mehr. Ja, geht so. Come on! Okay, ich glaube, der ist hin. War cool. Ja. Ja, ich versuche. Jetzt ballert der Panzer uns tot. Now what? Echt jetzt? Jesus Christ! Aha. Ist klar. Mein... Konnte ich jetzt auch sehr viel machen. Alter, das Spiel ist so behindert, das ist unglaublich. Das ist echt wahnsinnig. Ich frag mich, was da passiert ist bei der Entwicklung. Und Chris hat ja sogar noch irgendwie Spaß gemacht. War bisher die spaßigste Kampagne von allen. Ja, fand ich auch. Das soll doch das Ende. Drogen? Ja, gerne. Was ist passiert? Ich glaube auch. Ich sehe gar nicht, wer schießt denn da jetzt schon wieder? Ah, da schießt da drüben. Da sind noch mehr. Aber wo? Ja, guck, da ist noch einer. Wo will der denn jetzt hin? Was? Oh, ich glaube, ich habe ihn sogar getroffen. Ich habe ihn auch getroffen. Dann warst du das vielleicht. Kommt noch einer? Jetzt bin ich gerade am Nachladen. Ja, ich auch. Wir haben gesehen, wo der runtergeht. Na, komm noch wieder raus. Hm. Was ist dein Fuß? Ich will ihm gar nicht in den Fuß schießen. Der will nicht mehr. Hier haben wir Granate. Hui. Was ist denn jetzt? Kommt schon wieder dieser beknackte Panzer. Come on, enough already! Toll Deckung. Oh. Ja, das hab ich auch ganz festgezogen. Ja, ich vertrag das. Ich laufe jetzt einfach hier hoch. Ich ja. Oder ich laufe gegen die Wand, das ist auch gut. Oh, hier sind Geschenke. Und hier ist ein Hebel. Weißt du nicht, was er macht, aber ich benutze ihn. Er ist geschenkt. Ah, da kann ich wieder rüber. Oh mein Gott. Ja, hau rein. Ich geh dem Panzer was vortanzen oder irgendwie. Das bist ja nicht du. Oh, ich hab genau gesehen, da waren Motorräder. Ja, natürlich. Aber hier sind doch jede Menge Leute, sehe ich. Ja, das ist nicht so. Irgendwie soll die Statue jetzt wieder... Oh, jetzt, hä? Was ist das jetzt passiert? Keine Ahnung, was gerade los ist. Wenn die Kamera mal irgendwie mitmachen würde. Du spielst mit Kamera, du. Ich weiß nicht, die zeigt die ganze Zeit auf den Panzer und ich glaube, der hat gerade irgendwas gemacht, aber ich kann das überhaupt nicht verstehen. I hope you break your stupid statue. Also wenn ich irgendwas machen soll außer Blödsinn und Ehre, musst du Bescheid sagen. Oh, hier sind irgendwie ganz viele Sachen. Also hier ist richtig viel Action. Ist das ein Checkpoint?
Sherry, I found a bike. Just hold on. Ja, haha. Selber erstmal vorbeikommen, wenn ich alles vor mich fühle. Ja, ich habe dasselbe Problem. Ich sterbe, glaube ich, vorhin. Ach, warte, ich hab noch mal so eine. Wo muss ich jetzt hin? Ab Platz. Oh, was ist denn das? Ah, Koffer. Ärger nicht. Auf! Jetzt dahin. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Ah, einmal bin ich hinter dir. Wie bist du auf einmal bei mir? Ja, macht nichts. Finde ich gut, da oben war es nicht so schön. Okay, tschüss. Das ging jetzt irgendwie schnell zu Ende. Ah. Jetzt kommt. Gott, Bier-Commander, was soll das denn heißen? Oh, ich kann mir gar nichts leisten. Ich habe irgendwie auch nichts bekommen. Oh, dann halt nicht. Kapitel sind ein bisschen kürzer als in den anderen Kampagnen. Yes. Ja, weil die ganzen spaßigen Stellen rausgeschnitten haben. Understood. I'll make sure. We'll be there soon. What did he say? He gave me the rendezvous coordinates. It's close. Okay, du musst schießen. Ja, ich gebe einfach volle Kanne Gas. Ja, wie soll ich denn hier schießen? Oh, jetzt sollte ich auch da aber zu doch mal bremsen. Also das ist unmöglich, hier irgendwas zu treffen, so wie das wackelt. Und wackelt ist das wahrscheinlich genau so wie bei mir Chris mit der Sniper Rifle. Also das geht wirklich überhaupt nicht. Ist auch nicht, wer sich. Natürlich. Aha, ist klar. Ich sehe ja nichts, ich gucke mal nach hinten. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Oh mein Gott, Jake Ward. Keine Ahnung. Was? Ich glaube, du musst irgendwas tun. Ich kann nichts tun. Oh doch, ich kann nichts tun. Ich weiß auch nicht, wer sich da gedacht hat, Resident Evil 6 braucht noch ein paar mehr Fahrpassagen. Ja, weiß ich auch nicht. Oh toll, jetzt darfst du schießen. Ja, du bist lustig. Vor uns ist auch einer. Ich kann nicht mehr vorne ziehen. Was soll ich denn dann machen? Was soll ich denn ausweichen? Einen habe ich. Noch einen, ich hab beide. Irgendwie. Ich glaube, so ist das nicht gedacht. Also ich habe nicht ganz verstanden, was passiert ist, aber ich glaube, wir sind bin voll in ein Auto gefahren. Ja, cool. Da habe ich gerade die Typen getroffen. Das schaffe ich nie wieder. Ah. Ja, die wackelt wie Michael J. Fox auf Crack. Das ist ja... Auto! Laster! Auto! Auto! Dein Nametag ist irgendwie gerade voll hinter mich geflogen. Jetzt wärst du vom Motorrad gefallen und weggeschleudert. Oh,
Ja, schon wieder Helis, echt, ey. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Game-Over-Screen ist oder weitergehen soll. Was soll ich? Hast du irgendwas drin? Ich weiß nicht. Ich fahre einfach gerade total durch jede Menge Stangen, ohne den wirklich auszuweichen. Das macht ihn überhaupt nichts. Mhm, ist klar. Ah, cool, noch mehr. Ja. Ich hoffe, da war ein Checkpoint. Da war auf jeden Fall ein Auto. Ja, das habe ich gemerkt. Ah, sehr schön. Ich kann gerade wieder nichts tun. Fall da nicht rein. Rutte. Ach, wir mussten Space. Und ich gehen. Sag's noch. Da kommt jetzt auf einmal so ein Space-Prompt schon wieder, wie mit dem Fallschirm.